Risikobarometer Mittelstand. Wir sind wieder zu Gast bei der Kreditreform hier in Koblenz beim Klostergut Schloss Beselig. Bei mir ist wieder mal Professor Dr. Rödel und er wird uns jetzt natürlich sagen, wie war die Pressekonferenz? Schön war sie, gut war sie und was ist seine Meinung? Nun, wir haben eine Pressekonferenz gehabt, die sich ja mit Risiken beschäftigt. Erfreulicherweise können wir diesmal sagen, dass die Chancen eher im Vordergrund standen als die Risiken. Jetzt haben wir natürlich auch verschiedenste Arten. Wir wissen jetzt, was in unserer Gegend los ist. Und es würde mich nur so ein bisschen interessieren, natürlich das Maifeld, immer wieder so ein Sorgenkind teilweise. Aber wie sieht es da generell aus? Generell kann man sagen, dass die Investitionsbereitschaft der Unternehmen auch im Maifeld sehr gut ist, dass wir also hier Leute haben, die in der Zwischenzeit sagen, okay, wir wollen weiterkommen, wir schaffen Maschinen an, wir bauen eventuell neue Fabrikhallen, wenn wir sie brauchen. Und das ist eine sehr gute Grundlage. Die weiteren Situationen, was schätzen Sie, wird das Jahr noch bringen für unseren Mittelstand? Tendenziell glauben wir, dass die Risiken zurückgehen werden, dass die Chancen wachsen. Das heißt, die Investitionsfrage, die haben wir ja gestellt bis in den Herbst hinein. Und da können wir davon ausgehen, dass bis dahin auch die Dinge gut laufen, zumal auch offensichtlich die Finanzen der Betriebe stimmen. Herr Professor Dr. Rödel, jetzt haben wir natürlich wieder eine Frage. Es wird in wenigen Wochen wird etwas stattfinden, wo ein Risikobarometer auch angebracht ist. Sie wissen wahrscheinlich, von was ich rede. Was wird es sein? Nun, das ist wahrscheinlich die Fußball-Europameisterschaft in Frankreich. Da kann ich nur sagen, ich hoffe sehr, dass das Risiko nicht mit Terror zu tun hat. Das wäre sich der größte Wunsch aller, die da sind. Im Übrigen, was die Chancen der deutschen Mannschaft betrifft, bin ich sehr optimistisch. Die Auslosung ist nicht schlecht. Die Gruppenphase kann gut überstanden werden. Und dann wird es natürlich darauf ankommen, wie die Jungs sich reinhängen und reinbeißen. Und wenn sie das tun, dann bin ich überzeugt, haben sie eine gute Chance, Europameister zu werden. Ob das jetzt stimmt, werden wir natürlich wieder im Herbst zum Frühwinter hin, werden wir das wieder überprüfen, wie Sie als Orakel gewirkt haben. Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz recht herzlich für diese Pressekonferenz, wünsche Ihnen alles Gute und vor allen Dingen einen tollen Sommer nach dem Schnee heute. Ich danke Ihnen sehr, es war wie immer wunderbar mit Ihnen. So, die Pressekonferenz der Kreditreform hier im Klostergut Schloss Beselig ist vorbei und ich habe hier, da freue ich mich natürlich wieder sehr gerne, den Stefan Brotmerkel und wir machen heute mal was ganz Neues für unsere Zuschauer, denn Tipps und Kniffe aus dem Umfeld der Kreditreform und da nehmen wir uns heute ein Thema und zwar verschleppte Insolvenz. Denn viele wissen überhaupt nicht, auch von Arbeitnehmern, wie ist es eigentlich, wann ist eine Insolvenz denn vonnöten, was passiert und da haben wir natürlich den richtigen Fachmann. Und deshalb frage ich einfach mal, Herr Brotmerkel, ab wann haben wir einen Insolvenzfall einer Firma? Wann wird der Name verschleppt angewandt? Nun, grundsätzlich ist es so, wenn seine Firma seine laufenden Rechnungen und Geschäfte nicht mehr bezahlen kann und das auch über einen längeren Zeitraum hinweg, muss man eigentlich feststellen, dass es ein Insolvenzfall ist. Man müsste dann theoretisch oder auch praktisch zum Amtsgericht gehen, müsste eine Insolvenz anmelden bzw. muss Hilfe anfordern, um seinen Verpflichtungen nachzukommen. Ein Insolvenzverfahren bedeutet ja noch nicht das Pleite, wie das früher war, und Ende der Firma. Es bedeutet nur, dass die Verhältnisse neu geordnet werden müssen. Und das ist ein Insolvenzverfahren möglich und das sollte man so schnell wie möglich anstreben. Wenn sich zu viele Rechnungen stapeln, ist man in der Gefahr, dass man eine Insolvenzverschleppung, dass das passiert und dann wird es natürlich schwierig. Bedeutet also, wenn jetzt zum Beispiel die Angestellten, wenn Firmenrechnungen, wenn irgendwelche Rechnungen über 4-5 Monate verspätet, immer so im Zeitraum von 3-4 Wochen gezahlt werden, wer kann denn dann eigentlich die Insolvenz ausrufen? Kann das auch ein Mitarbeiter? Theoretisch geht das. Also es wird sehr oft werden das auch von Krankenkassen werden Insolvenzen beantragt, weil das Erste, was als Indiz natürlich zählt, sind, wenn Sozialversicherungsbeiträge nicht bezahlt werden, was sehr häufig vorkommt. Dann wird das natürlich sehr schnell passieren, dass dann Fremdinsolvenzanträge gestellt werden, unter anderem zum Beispiel von Krankenkassen. Das bedeutet aber, wenn wir jetzt mal so schauen, der Mitarbeiter, könnte er dann bei seiner Krankenkasse anrufen und sagen, hör mal, werden die Beiträge eigentlich für mich bezahlt? Ja,
wahrscheinlich, Sie spekulieren darauf, dass wahrscheinlich sein Gehalt ja nicht mehr bezahlt wird, weil sonst würde er ja dieses Problem gar nicht haben. Und wenn sein Gehalt nicht mehr bezahlt wird, empfehlen wir natürlich, zum Rechtsanwalt zu gehen. Und der würde natürlich dann die dementsprechenden Schritte einleiten. Gut, das heißt aber, wenn jetzt irgendjemand noch im Umfeld Fragen hat etc., zu wem kann er dann erstmal gehen? Zu Ihnen? Er kann zu uns gehen. Wir werden das natürlich dementsprechend dann auch weiterleiten. Auch natürlich grundsätzlich ist es immer gut, eine Rechtsberatung einzuholen, die wir natürlich nicht leisten können. Das macht ein Rechtsanwalt. Aber wir haben natürlich da Möglichkeiten, das zu vermitteln. Bedeutet eigentlich, abschließend gesagt jetzt, Herr Brot-Merkel, Kreditreform ist eigentlich für jeden da. Das ist korrekt, für jeden und für alles. Und wir helfen gerne bei allen Möglichkeiten. Ob wir dann immer die endgültig letzte Instanz sind, das werden wir sehen. Aber wir werden auf jeden Fall mit Rat und Tat zur Verfügung stehen.